stell das bitte ganz vorsichtig da hinten ab, ja? Meine Freundin Charlotte. Hm. Ich mag Hände. Sie erzählen vom Leben. Sie halten fest und lassen los. Sie schwänzen die Messe, Schwester Agnes? Ausnahmsweise. Ich bin sozusagen die Künstlerabgeordnete. Also dann, auf eine erfolgreiche Ausstellungseröffnung. Gut, was? Ja, Amadeus, was hast du denn? Komm! Ich will auch endlich den richtigen finden und heiraten. Aber wenn hier schon mal jemand reinkommt... Dann ist es schon vergeben. Wir sollten eine Herrenboutique aufmachen, Kiki. Was hältst du davon? Okay. Aber Nina, das ist wunderschön. Nein, das ist viel zu kitschig. Ich möchte das bitte ausziehen. Nina, das ist der schönste Tag in deinem Leben. Du heiratest deinen Traummann. Ja, ich heirate Paul. Eben. Aber wenn der Hochzeitstag der schönste Tag des Lebens sein soll, dann heißt das doch so viel, danach geht's nur noch bergab. Es ist ein schöner Tag von vielen schönen Tagen, die da hoffentlich noch kommen werden. Nina, du bist immer so realistisch, ja. Das probiere ich an. Schließlich heiraten wir nicht in der Kirche, sondern im Standesamt. Ja? Ich komme. Ja, sofort. Tante Charlotte, ein Herzanfall. Nina, nein. Nina, du musst dich noch umziehen. Paul, ich versuche dich die ganze Zeit zu erreichen. Bitte ruf mich zurück. Ja, ich kann das telefonisch gerne mal gegenchecken. Ich muss nur kurz einschalten. Aber was Sie unbedingt mal überprüfen lassen sollten, sind Ihre Umsatzzahlen. Die können ja wohl kaum der Realität entsprechen. Sie können sich ganz sicher sein, dass diese Zahlen... Ah, Entschuldigung. Das ist meine Verlobte, da muss ich rangehen. Pardon. Bitte. Hallo, mein Schatz. Paul, Tante Charlotte hatte einen Herzanfall. Ja. Ja, ich bin schon auf dem Weg, bin unterwegs nach Prien in die Klinik. Paul, ich brauch dich. Ich brauch dich jetzt. Das mit deiner Tante tut mir sehr leid, aber Nina, ich kann jetzt unmöglich hier weg. Ich bin gerade mitten in einem Geschäftsessen. Ich melde mich bei dir so schnell ich kann, ja? Du schaffst das schon. Ja, natürlich. Bis später. Ciao. Verdammt. Es geht mir gut. Ich gehe jetzt nach Hause. Also, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Du bleibst hier und ruhst dich aus. Ja, herein. Nina, schön, dass du da bist. Was machst du denn für Sachen? Ich habe immer gedacht, das Brautkleid trägt man erst zur Hochzeit. Und läuft nicht schon eine Woche vorher damit herum. Mach schon wieder deine Scherze. Grüß dich, Agnes. Grüß Gott, mein Kind. Also die Abendmesse darf ich jetzt nicht auch noch versäumen. Pass bitte auf dich auf, ja?
Die Ärzte sagen, wenn ich gut auf mich aufpasse, dann werde ich wieder ganz gesund. Aber Nina, irgendwann musst du dich damit abfinden, dass ich nicht mehr da bin. Charlotte. Ja, und deshalb sage ich dir gleich schon mal meinen letzten Wunsch. Heirate Paul nicht. Es ist nicht so, dass ich ihn nicht mag. Nur, ich glaube, er ist nicht der Richtige für dich. Paul ist verantwortungsbewusst. Er gibt mir Sicherheit. Und er ist ein Mann, der nie da ist, wenn du ihn brauchst. Zum Beispiel jetzt. Deine alte Tante liegt im Sterben. Du liegst nicht im Sterben. Hallo. Daniel. Wie geht's? Alles gut. Daniel Roth, meine Nichte Nina. Hallo. Guten Tag. Daniel und Agnes haben mir das Leben gerettet. So schlimm war es zum Glück nicht. Außerdem hat uns Amadeus geholt. Mal was anderes. Ja, ich war gerade bei der Anprobe, als der Anruf von Schwester Agnes kam. Daniel und ich haben uns kennengelernt auf einer seiner Vernissagen. Daniel ist Künstler. Ah, Moment. Der Sohn ist ebenso begabt wie der Vater. Übrigens, Daniel hat auf der Fraueninsel demnächst eine Vernissage. Die solltest du dir unbedingt anschauen. Und er macht die Engelsstatue für mein Grab. So, wie versprochen? Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nina, das ist mein Lieblingswhisky. Und das sind meine Zigarillos. Wollen Sie sie umbringen? Offensichtlich. Sie haben ja schon Ihren Grabstein in Arbeit. Ich will sie nicht umbringen, sondern nur ihre Lebensgeister wecken. Und Charlotte ist bestimmt nicht so unvernünftig. Und ob sie so unvernünftig ist, wenn man nicht auf sie aufpasst? Kann es sein, dass sie die Menschen unterschätzen? Kann es sein, dass sie das überhaupt nichts angeht? Bitte. Danke. Sie ist doch alles, was ich noch habe. Das ist jedenfalls von nun an verboten. Nina, Schatz, nun schau nicht so streng. Daniel wollte mir nur eine Freude machen. Ist er schon weg? Ja. Du interessierst dich für ihn? Nein, du hast mir nur nie was von ihm erzählt. Tja, jede Frau hat ihr kleines Geheimnis. Und jetzt muss ich schlafen. Kümmerst du dich bitte um Amadeus? Danke. Ach, Amadeus, sei nicht traurig. Dein Frauchen wird bald wieder richtig gesund. Das freut mich aber. Der hat Amadeus wird unbedingt mitfahren, als blinder Passagier. Wahrscheinlich hat er sich einsam gefühlt. Nein, ich habe nicht geheiratet, Franz. Ich war gerade bei der Anprobe, als das mit Tante Charlotte passiert ist. Trotzdem, du schaust schön aus, Nina. Bloß ein bisschen anders. Nicht so praktisch wie sonst, nicht? Jedenfalls freut's mich, dass du wieder mal bei uns bist. Eigentlich sollte man gar nicht von hier fortgehen. Ja, und schon gar nicht in die Stadt. Schwester Johanna, Schwester Maria. Komm hier, komm.
Hallo. Bist du eine Prinzessin? Ich bin Nina. Und wer bist du? Ich bin mit meinem Papa hier. Aber nur bis die Ausstellung zu Ende ist. Ist praktischer, als ständig mit dem Schiff hin und her zu fahren. Ein Sommergast also. Wie im letzten Jahrhundert, da hat jedes Haus auf der Insel einen Künstler zu Gast. Einige sind für immer geblieben. Keine Sorge, noch haben wir ein sehr schönes Haus im Chiemgau. Und Ihre Frau? Zeig der Tante doch mal Henry. Okay. Den hat er von Charlotte bekommen. Das ist kein Henry, das ist eine Henriette, das ist ein Weibchen. Oh, jetzt weiß ich schon zwei Sachen von Ihnen. Sie tragen gerne weiß und kennen sich offenbar mit Meerschweinchen aus. Ich bin Tierärztin. Und ich bin froh, wenn ich das verdammte Ding los bin. Sahne-Meerrettich und Kartoffelsalat mit Kräutern direkt aus dem Klostergarten. Und dazu ein herrlicher Rotwein. Ja, das klingt ja alles ganz wunderbar. Aber mein Reißverschluss klemmt. Könnten Sie bitte Ihnen dabei helfen, das verdammte Ding loszuwerden? Ja. Gewaschen? Hände gewaschen? Zähne geputzt? Ja! Also dann ab ins Bett, du kleiner Rache, du. Hm? Beeilen Sie sich, der Sonnenuntergang am Chiemsee ist fantastisch. Da, Als der Anruf von Schwester Agnes kam, ich habe das schon mal erlebt mit meinen Eltern. Sie geben dir einen Abschiedskuss und fahren los. Nimmst sie kaum wahr. Ist halt so wie immer. Und hinterher versuchst du dich daran zu erinnern. An den allerletzten gemeinsamen Moment. Aber du kannst dich nicht erinnern. Dein Kopf ist leer. Bis auf nie wieder. Ein Verkehrsunfall? Ich war erst 10 und so hilflos. Da kommt was in dein Leben, macht alles kaputt und du kannst nichts tun. Ich weiß. Und meine Frau, also Mickys Mutter, ist vor 2 Jahren gestorben. Krebs. Und Sie sind hier aufgewachsen? Charlotte, Mamas Schwester, hat mich damals zu sich genommen. Sie hat mich nicht alleine gelassen. Sie hat mir Halt gegeben. Bei mir war es Mickey. Und die Worte eines buddhistischen Mönchs. Lass los. Das sagt man immer so, aber das ist Quatsch. Wenn man etwas loslässt, dann verliert man es endgültig. Drücken Sie mal so fest Sie nur können. Hm? Drücken Sie. Fester. Und was fühlen Sie dabei? Meine Hand, was sonst? Na ja gut, Sie können aber auch noch meine Hand fühlen. Sie fühlen sie nicht und das ist völlig normal. Wer etwas festhält, spürt am Ende nur noch sich selbst und verliert dadurch den anderen. Worüber reden wir denn? Charlotte lebt. Ja. Auf Charlotte. Auf Charlotte. Gott, Nina. Ich wollte mich nur von dir verabschieden. Was liest du da?
Junges Ding gaukelt altem Mann Liebe vor, will aber nur eines, sein Vermögen. Sehr empfehlenswert. Stimmt. Sie hat Illusionen, aber kein Geld. Er hat Geld, aber keine Illusionen mehr. Sie tauschen beides aus und so bekommt jeder das, was er am meisten braucht. Der alte Mann noch ein bisschen Zuneigung und das junge Mädchen eine Zukunft. Nicht das Berechnende, allein das gütige Herz ist des Leibes Leben. Ja, genau, genau. Sie können Amadeus ruhig bei mir lassen. Das ist nett, aber er vertraut mir. Ich muss in die Tierklinik. Komm, Amadeus. Und Sie sorgen bitte dafür, dass Charlotte keine Dummheiten macht und in der Klinik bleibt, ja? Komm schon. Und keinen Whisky? Kein Whisky, keine Zigarillos und keine Sekunde lang denken, Charlotte könnte auf sich selbst aufpassen. Ich weiß. Bin ich wirklich so schlimm? Nein, 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 nein. Sagen wir mal so, bei dir darf jeder machen, was er will, solange du die Leine in der Hand hast. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Wir? Willi und ich. Kleines Geschenk. Danke. Bitte. Okay, dann lassen wir Amadeus entscheiden. Das ist doch schon mal ein Anfang. Du kommst aber mit mir mit, ne? Mach dir keine Sorgen, Nina. Am Nachmittag besuche ich Charlotte. Amadeus. Tante Charlotte war heute Morgen schon wieder so fit, dass sie unbedingt nach Hause wollte. Auf eigene Verantwortung. Ich habe das gerade noch verhindern können. Daniel wird es nicht leicht mit ihr haben. Du willst das Kleid also wirklich bezahlen, aber nicht zur Hochzeit tragen? Ja, du kannst doch einer Braut nicht ein gebrauchtes Kleid andrehen. Ach was, das gebe ich in die Reinigung, dann ist es wieder wie neu. Aber du verkaufst es als getragen, machst einen Sonderpreis und ich leg den Rest drauf. Nina, du bist immer so... Korrekt, ja. Hm. Mit dem Reißverschluss war was nicht in Ordnung. Daniel hatte ein ziemliches Problem, ihn aufzubekommen. Bitte? Wieso macht nicht Paul, sondern irgendein Daniel den Reißverschluss deines Hochzeitskleides auf? Paul war nicht da. Wichtiger Geschäftsabschluss. Im Gedanken war er ganz bestimmt bei dir. Und wer ist dieser Daniel? Daniel ist ein Freund von Charlotte. Dann ist er alt. Im Gegenteil. Daniel ist Künstler. Er hat bald eine Ausstellung auf der Fraueninsel. Ich muss los. Mhm. Amadeus! Runter da! Runter, runter vom Sofa, aber sofort! Sitz! Wir wollen doch auf Frau einen guten Eindruck machen. Hallo, mein Schatz! Hallo! Hallo? Ah, Amadeus. Er wird ganz brav sein. Ja. Ja. Mein Schatz, ich weiß, dass ich gestern unbedingt für dich hätte da sein müssen. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid. Der Auftrag war halt wichtig für dich und deine Karriere. Er ist wichtig für uns. Für unsere gemeinsame Zukunft. Seit wann stehst du denn auf Kitsch? Ich muss zum Nachtdienst. In die Tierklinik. Wie, heute? Ja. Kümmerst du dich bitte um Amadeus? Ja, aber ich... Schön sitz mal, ja? Und nicht haben.
Guten Morgen. Morgen, Schatz. Oh nee, Amadeus, raus! Raus aus meinem Fall! Raus! Amadeus, 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 Amadeus! Amadeus, komm mal her. Mach mal Sitz. Hab ich dir nicht gesagt, dass du einen guten Eindruck machen sollst? Das macht er sonst nicht. Mhm. Ist nur, weil er leidet. Musst du nicht, ist alles gut. Gar nichts ist gut. Das ist kein Hund, das ist eine Heulboje. Die ganze Nacht? Aha. Es tut mir leid. Aber wo soll er denn hin, solange Charlotte im Krankenhaus ist? Ist schon okay. Ich kann ja Daniel fragen, ob er ihn nicht doch nimmt. Daniel? Wer ist denn das? Wohnt vorübergehend bei Charlotte. Charlottchen, was machst du denn zu Hause? Du hast dich heute selbst entlassen? Ich bin in 2 Stunden bei dir. Diesmal lasse ich dich nicht allein. Ich komme mit. Dieser Daniel und sein Sohn sind also Charlottes Untermieter. Warum heiraten wir eigentlich in München? Und nicht so richtig romantisch auf der Fraueninsel? Was? Die Münsterkirche ist so schön. Aber wir haben doch alles schon ganz genau geplant. Keine kirchliche Hochzeit, nur Standesamt. Pläne kann man ändern. Ja, aber doch nicht... Komm mal her. Doch nicht so kurz vor der Hochzeit. Außerdem, alle unsere Freunde sind in München. Wir haben die Einladungskarten verschickt. Ja. Du bist immer so vernünftig. Und seit wann, Engelchen, bist du es nicht mehr? Du weißt also eigentlich gar nichts über diesen Daniel. Wie kannst du es dann zulassen, dass sich ein völlig Fremder einfach so bei deiner alten kranken Tante einnistet? Paul, Daniel ist ein bekannter Bildhauer und Maler. Ah, und warum hat er es dann nötig, sich mit seinem Sohn ein kleines, armseliges Zimmer zu teilen? Er hat es nicht nötig. Sag mal, war der schon da, als du hier übernachtet hast? Ja, aber er hat es nicht nötig. Es ist nur praktisch, auch für Charlotte. Sie kann seine Miete als Zubrot gut brauchen. Und außerdem sorgt er dafür, dass sie keinen Quatsch macht. Ja, deshalb ist sie ja jetzt auch zu Hause und nicht im Krankenhaus. Schaukel. Aha. Skulpturen, Umzugskisten. Und er bleibt also nur über den Sommer. Hallo. Hör mal mein Fanti. Seinen richtigen hat der Mickey verloren. Und jetzt hat er Probleme mit dem Einschlafen. Nicht? Ja. Ich möchte, dass die beiden sich hier ganz zu Hause fühlen. Und wer weiß, vielleicht bleiben sie ja noch länger als diesen Sommer. Grüß dich, Paul. Du triffst Entscheidungen, ohne mit mir darüber zu reden. Sonst besprechen wir doch immer alles. Ja, Nina. Und ihr Haus im Chiemgau? Ich habe wirklich geglaubt, ich kann Ihnen vertrauen. Sie haben mir versprochen, dafür zu sorgen, dass Tante Charlotte im Krankenhaus bleibt. Du hast vorgestern einen Herzanfall gehabt. Ja, einen leichten. Und heute packst du Umzugskartons aus. Nina, es geht mir gut. Ich platze vor Energie. Ja. Und genau deshalb werde ich hierbleiben. Um dich vor dir selbst zu schützen. Du bist ja offensichtlich zu schwach, um dich hier durchzusetzen. Hallo. Zusammen. Wenn du willst, schmeiß ich ihn raus. Paul, Charlotte kann machen, was sie will. Auch wenn sie ganz offensichtlich nach Strich und Faden ausgenutzt wird. Ich weiß nicht. Daniel ist Künstler. Der sieht manche Dinge ein bisschen lockerer. Und nur weil er Künstler ist, darf er sich alles erlauben. Nein. Und du nimmst ihn auch noch in Schutz. Ich nehme ihn auch gar nicht in Schutz. Also bitte. Was würdest du davon halten, wenn wir deine Tante einfach mit nach München nehmen? Sie wäre dann nicht mehr so allein und du könntest viel besser auf sie aufpassen.
Meinst du das ernst? Ja. Das habe ich nicht erwartet von dir. Dann brauchen wir ein großes Haus mit einem großen Garten für Amadeus. Ich habe eigentlich an ein Seniorenheim gedacht. Du willst Tante Charlotte abschieben? Abschieben? Jetzt komm mal runter, ja? Und sei bitte nicht so sentimental. Bei solchen Entscheidungen muss man rational denken, praktisch. Klar, praktisch. Das ist ja vollkommen egal, dass Charlotte noch vollkommen selbstständig ist. Selbstständig? Die Fraueninsel ist ihr Zuhause. Paul, manchmal bist du mir so fremd. Vorhin, das war nicht gerade sehr einfühlsam von mir, was? Ich bin mir selbst irgendwie fremd in letzter Zeit. Vielleicht die viele Arbeit. Ich mag Charlotte, auch wenn sie mich nicht leiden kann. Ihr seid halt völlig verschieden. Du bist aber auch nicht wie sonst. Was soll das heißen? Du schwindelst mich an. Lässt dich plötzlich von deinen Gefühlen leiten, anstatt von deinem Verstand. Bringst kitschige Gartenzwerge mit nach Hause, obwohl du sonst dich über kitschige Gartenzwerge in Vorgärten lustig machst. Und als Krönung? Ja? Als Krönung willst du plötzlich eine kirchliche Trauung auf der Fraueninsel. Ich bin halt manchmal auch ein bisschen romantisch. Ja. Aber ich liebe dich gerade deswegen, weil du nicht zu den Frauen gehörst, die bei jedem Liebesfilm gleich losheulen. Paul, mach dir keine Sorgen. Ich krieg das schon hin mit Charlotte und Daniel. Und wir heiraten, wie besprochen, in München auf dem Standesamt. Na also. Wir sehen uns dann in München. Ich stelle gerade eine Heilkräutermischung zusammen für Charlottes Herz. Ich habe schon was. Weißdorn in klarem Schnaps. Schnaps? Kommt nicht in Frage. Gut, dann eben die Blüten von der Schlüsselblume. Schon besser. Als Tee. Nein, im Weißwein. Sag mal, habt ihr hier im Kloster auch irgendetwas ohne Alkohol? Unsere klösterliche Apotheke hat schon der Bayernherzog Ludwig der Reiche außerordentlich geschätzt. Und woran ist er gestorben? An Leberversagen? Kind, auch Ironie ist ein Laster. Agnes? Mhm. Was hältst du von Daniel? Ist er auch eine Gefahr für Charlottes Herz? Nein. Es ist nur so. Ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Zuerst will er nur ein paar Wochen bleiben. Dann zieht er richtig bei Charlottchen ein. Dabei hat er doch angeblich ein Haus im Chiemgau. Paul meint, er will sie ausnutzen, will sich ins gemachte Nest setzen. Viel weiß ich ja auch nicht von Daniel. Aber wer so malt, so sensibel und wahrhaftig, der kann, egal was dein Paul meint, du, der kann kein schlechter Mensch sein. Ja, dafür findet Daniel einfach keinen Platz. Mal hängt er es dorthin, dann wieder dahin. Sie ist wunderschön. Das war sie. Meine Frau. Wenn du wieder mal was über mich wissen willst, dann frag mich bitte selbst. Ich würde das Bild da drüben hinhängen.
Kommst du mal? Ich würde dir gern was zeigen. Entschuldigen Sie, Schwester Agnes. Das ist unser Haus. Als Sabine, also meine Frau und ich, zum ersten Mal davor standen, hatten wir sofort das Gefühl, das ist für immer. Wir haben fast alles selber gemacht. Aber dieses für immer kann manchmal verdammt kurz sein. Ein Jahr, nachdem wir eingezogen sind, ist Sabine krank geworden. Und als die deutschen Ärzte sie aufgegeben haben, bin ich mit ihr um die halbe Welt. Zu jeder Koryphäe, zu jeder Therapie. Erst waren die Ersparnisse weg. Und dann habe ich Hypotheken auf das Haus aufgenommen. Und dann kam ein Abend, da bin ich zu ihr ins Zimmer. Und das war aber nicht mehr Sabine, das war nur noch ihre Silhouette. Sie war ganz schmal schon, weiß ich nicht, irgendwie ganz weit weg. Und da habe ich gewusst, dass sie es nicht schaffen wird. Nach ihrem Tod brauchte ich natürlich alle meine Kraft für Micky. Und konnte nicht mehr arbeiten. Und als ich wieder arbeiten konnte, war ich mit den Raten im Rückstand. Und das bin ich noch immer. Fazit: Zwangsversteigerung. Ja, irgendwann habe ich auch Charlotte davon erzählt. Und da der Termin immer näher rückte. Da hat sie dir spontan angeboten, nicht nur über den Sommer zu bleiben, sondern ganz bei ihr einzuziehen. Es ist nicht nur unser Zuhause, weißt du? Es sind die. Die ganzen Erinnerungen. Ich weiß. Mickys Fanti. Das letzte Geschenk von seiner Mutter. Wir haben ihn schon überall gesucht. Das ist biologisch bedingt. Frauen haben größeres Gesichtsfeld. Die Männer haben schon Probleme zu sehen, was direkt vor ihrer Nase ist. Ich sehe ganz genau, was vor meiner Nase ist. Blauer Elefant. Der ziemlich ramponiert aussieht. Ja, das kriege ich schon wieder hin. Schließlich bin ich Tierärztin. Na? Immer noch böse? Wegen der Engelsstatue? Nö, überhaupt nicht. Hauptsache, sie kommt erst auf dein Grab, wenn du 100 geworden bist. Du liebe Zeit, da muss ich ja noch 35 Jahre leben. Ja. Ohne jedes Vergnügen, da bin ich lieber tot. Sag das nie wieder. Und tu nicht so, als ob dir der Herzanfall nicht auch Angst gemacht hätte. Doch, das hat er. Und ich habe mich gefragt. Und ich möchte, dass du dich das auch immer wieder fragst. Wenn du jetzt sterben musst, hast du dann genug gelacht, geweint, getanzt? War genug Himmel in deinen Augen? Genug Wiese unter deinen Füßen? Und warst du auch immer mittendrin in dieser herrlichen, aufregenden Welt? Und ist derjenige, den du lieben möchtest, auch der, den du wirklich liebst? Hallo, Micky. Schau mal. Habe ich von meiner Mama. Hast du auch was von deiner Mama? Ja, ich habe auch viele Dinge von meiner Mama bekommen. Ich habe einen Goldhamster bekommen, habe ein Meerschweinchen bekommen, einen Wellensittich. Auch alles so echt wie die Henriette? Mhm. Alles so echt wie die Henriette. Meine Mama wohnt im Himmel und deine? Meine Mama ist auch im Himmel. Sie wohnt auf einer Wolke. Und manchmal, wenn die Wolke sich vor die Sonne schiebt, dann sieht es aus, als ob die Wolke von innen her leuchtet. Und dann sehe ich meine Mama. Und ich höre, wie sie lacht.
Meine Damen und Herren, unseren Künstler Daniel Roth muss ich Ihnen nicht erst vorstellen. Ich will Sie auch nicht mit einer langen Rede langweilen. Nur so viel. Auguste Rodin hat einmal gesagt, als Künstler wie als Mensch kommt es darauf an, bewegt zu sein, zu lieben, zu hoffen, zu schauen, zu leben. Ja, und damit ist die Ausstellung eröffnet. Paul, wo bleibst du denn? Doch keine Zeit? Und ich habe jetzt keine Zeit zum Telefonieren. Ja. Er kommt also nicht? Wo ist Micky eigentlich? Micky? Oh, der hält Schwester Agnes auf Trab. Micky gesehen? Ich denke, der ist zu seinem Papa. Daniel hat vielleicht Augen gemacht, als wir ihn mit dem Buffet überrascht haben. Alles selbst gemacht. Wie, alles selbst gemacht? Na ja, heimlich. In der Klosterküche. Agnes, die Nonnen und ich. Der Arme hat noch kein Geld. Der wickelt aber auch alle um den Finger. Alle. Nur nicht dich. Ja? Danke, danke. Schön, hat mir gut gefallen. Schöne Stücke dabei. Danke, danke, danke. Wiedersehen. Und? Viel verkauft? Die Leute waren doch so begeistert. Ja, trotzdem gibt man heutzutage für Kunst kein Geld mehr aus. Das kriegt Charlotte, weil sie mich so unterstützt hat. Das ist 3.000 Euro wert. Ja, vielleicht gibt sich die Bank ja auch mit Naturalien zufrieden. Um die Zwangsversteigerung zu verhindern, das kannst du vergessen. Na, man muss immer so verdammt realistisch sein. Ja, solange man in Luftschlössern nicht wohnen kann. Ich schau mal nach Micky. Thank you.
Agnes. Wo ist Mickey? Keine Ahnung. Ich dachte, er ist bei Ihnen. Der Kleine ist allein mit dem Boot raus. Allein? Er kann nicht schwimmen. Bei dir. Ich wollte bloß mit der Wolke. Hm? Weißt du, was dir hätte passieren können? Ich wollte zu meiner Mama. Oh. Mickey, Mami ist nicht nur auf einer Wolke. Mami ist überall, wo du bist. Und vor allem ist sie hier drin. Hier, da. Und jetzt hör mal ganz genau zu. Hm? Was sagt sie? Ich hab dich lieb. Und weißt du, warum Mami überall ist, wo du bist? Ich hab sie doch ganz oft erklärt. Ich kann erst in den Himmel, wenn ich ganz, ganz alt bin. Genau. Nase. Jetzt schlaf schön. Bleibst du jetzt für immer bei uns? Mickey, ich... Sie denkt darüber nach, ja? Gott sei Dank hat Nina sofort auf Amadeus reagiert. Sie ist wunderbar. Du könntest um sie kämpfen. Nein. Wenn man um Liebe kämpfen muss, verliert man meistens. Mickey ist eingeschlafen. Und du hast dir eine Belohnung verdient. Obwohl das sehr, sehr ungesund ist für einen Hund. Die Ausstellung, das viele Essen. Ich muss mich hinlegen. Fühlst du dich nicht gut? Doch, doch. Ist alles in Ordnung. War nur ein bisschen viel heute, mein Liebes. Amadeus, komm. Komm mit. Amadeus, komm mit. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Wenn Mickey was passiert wäre, ich... Wie kannst du sowas zu Mickey sagen? Ich meine, du und ich, das ist doch vollkommen abwegig. Ja? Ist es das? Bitte nicht. Ich wollte einfach nur Danke sagen. Dann sag doch einfach nur Danke. Es bleibt dabei, ja, 48 Personen. Und das Menü so wie mit meinem Verlobten und mir vorbesprochen. Ja. Probe essen? Das ist unmöglich, ich kann hier nicht weg. Thank you.
Willst du mit mir essen gehen? Heute? Willst du? Ich suche was aus, wo ich nicht mehr auf die Idee kommen werde, dich zu küssen. Es ist völlig normal, dass sie sich um ihre Tante kümmert. Insbesondere deswegen, weil Charlotte so unvernünftig ist. Mhm. Dann machst du dir also keine Sorgen. Nein, Joy. Ich mache mir keine Sorgen. Ich meine ja nur, sie überlässt mir das Probeessen, sie hat noch kein Brautkleid. Hör mal. Ich vertraue Nina. Sie ist sehr gut organisiert und sie weiß ganz genau, was sie tut. Sicher. Willst du damit sagen, sie weiß nicht genau, was sie tut? Du meinst doch nicht ernsthaft diesen Künstler? Und genau das werde ich jetzt rausfinden. Das hast du früher auch schon immer gemacht. Was? Die äußere Ordnung wiederhergestellt, wenn in dir drin alles durcheinander war. Ich bin aber gar nicht durcheinander. Ich mach das nur, weil du dich schonen musst. Du bist also nicht durcheinander. Nein. Wieso sollte ich? Ich wär's. Wenn ich in einer Woche meine große Liebe heiraten sollte? Meine große Liebe war Künstler. So wie Daniel. Daniel, Daniel, Daniel. Bei dir gibt's nur noch Daniel. Dann sind wir ja schon zwei. Sie waren sich auch sonst sehr ähnlich. Er hatte dasselbe Lachen. Dieselbe Intensität und die seltene Gabe, ganz aus dem Augenblick heraus zu leben. Einen ganzen Sommer lang hat diese Liebe gedauert. Charlotte. Du hast mir nie davon erzählt. Das war, bevor du zu mir gekommen bist. Und warum nur einen Sommer? Er hatte nicht mehr die Möglichkeit, seine Hochzeit abzusagen. Er war schon verheiratet. Aber als ich ihn einmal sehr gebraucht habe, da war er da. Das habe ich bei unserer ersten Verabredung getragen. Und das habe ich von ihm. Zur Erinnerung an eine Liebe außerhalb der Zeit. Ich möchte, dass du es bei deiner Verabredung mit Daniel trägst und daran denkst, was schon in der Bibel steht: nicht der Verstand, das Herz erdenkt sich seinen Weg. Sie? Die beste Freundin von unserer Nina? Sie war noch nie da? Es ist eine Schande. Naja, typisch Stadtleid. Ja, dann erzählen Sie mir doch was über die Fraueninsel. Also gut. Ich sag immer, sie heißt nicht nur so, sie ist auch wie eine Frau. Schön im Juli, wenn sie zu einem einzigen Rosengarten wird. Geheimnisvoll im Herbst, wenn die Nebel aus dem Wasser steigen. Und fast ein bisschen einsam im Winter. Denn da sind ihre Bewunderer, die Touristen, wieder fort. Und sie ist allein mit ihren Bewohnern. Nina ist jetzt also mit diesem Daniel auf Herrn Chiemsee.
Bitte. Läuft da was? Also sagen wir mal so. Ich an Ihrer Stelle würde die Sache mit dem Brautkleid nicht überstürzen. Auf Herrn Chiemsee, da gibt's einen Speisesaal mit versenkbarem Tisch. Ist ja nur schade, dass man um diese Zeit weder ins Schloss kommt, noch den Tisch benutzen darf. Hm. Nicht nur im Märchen gibt's dienstbare Geister. Und mit einem davon bin ich vielleicht sogar befreundet. Einmal habe ich meinen Eltern Regenwürmer ins Bett gelegt, damit sie nicht nass werden und keine Erkältung bekommen. Damit sie nicht nass werden? Das ist... sehr fürsorglich. Ja, ja. Ja. Bist du glücklich? Glücklich mit ihm? Vermisst du ihn schon, wenn er noch da ist, nur weil du weißt, dass er gleich weg muss? Oder bist du manchmal mit ihm so wunderbar lebendig? Oder so atemlos vor Glück, nur weil euer Lied im Radio läuft? Du weißt gar nicht, wovon ich rede. Weil das alles viel zu verrückt ist. Das ist nicht verrückt. Nina, Nina. Vielleicht ist das Liebe. Daniel, das ist meine Freundin. Vor allem bin ich ihre Trauzeugin. Joy. Hallo. Was machst du denn hier? Wonach sieht's denn aus? Oder willst du nackt aufs Standesamt gehen? Gute Nacht. Sehr taktvoll, wirklich. Du wirst mir noch mal dankbar sein. Das ist genau der Typ Mann, der nur aus einem Grund auf dieser Welt ist. Uns erst in Versuchung zu führen und dann unglücklich zu machen. Und woher willst du das wissen? Weil sein Ringfinger länger ist als sein Zeigefinger. Wissenschaftlich gesehen ein untrüglicher Beweis. Ach, du hast einfach viel zu viel schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Daniel ist vielleicht kein Mann, der ihm Sicherheit gibt, aber... Guck mal, such dir was aus. Aber wenn ich mit ihm zusammen bin, dann fühle ich mich so... so lebendig. Willst du die Hochzeit absagen? Nein, natürlich nicht. Das war rein theoretisch gemeint. Gut, wenn es nur theoretisch gemeint war, dann fangen wir gleich morgen früh ganz praktisch an. Damit. Oh, wunderschön. Bitte keinen Hut. Morgen, Charlottchen. Morgen, Nina. Kaffee? Ja. Danke.
Wie war dein Abend mit Daniel? Nett. Nett? Mhm. Ja, behalt's als Erinnerung an nett. Na, kommst du? Oder soll ich das Brautkleid an Amadeus abstecken? Du wirst wunderschön aussehen. Ich beneide dich. Komm mal runter. Das war gestern nicht nur rein theoretisch gemeint. Hm? Du hast dich tatsächlich in den Daniel verknallt. So ein Quatsch. Mach dir da keine Gedanken. Das ist völlig normal. Der Anflug einer prämatrimonialen Panikattacke. Schiss vor der Hochzeit. Glaub mir, ich kenne das. Du wärst nicht die Erste, die sich im letzten Moment drücken will, indem sie sich in den Nächstbesten verliebt. Und damit meine ich den Nächstbesten. Für die Zwangsversteigerung. Paul? Joy hier. Hör zu. Geschäfte hin, Geschäfte her. Wenn du Nina behalten willst, dann komm so schnell du kannst. Sonst ist es vielleicht schon zu spät. Dein neuer Krimi. Mord im Kloster. Und du? Was machst du hier? Ich war auf der Bank. Ich habe eine Hypothek aufgenommen auf mein Haus. Du willst Daniels Haus ersteigern? Oh, ich muss los. Also Charlotte, überleg dir das noch mal. Du kennst den Mann doch gar nicht. Und überhaupt, warum willst du das denn tun? Weil keine Wolke der Welt dem Micky die Mutter ersetzen kann. Und weil ein Kind seine vertraute Umgebung braucht. Und weil ich es muss. Weil du es musst? Ja, ich kann es jetzt auch nicht erklären. Bitte versprich mir, dass du niemandem was davon erzählst. Tschüss. Tschüss. Ich hätte wirklich alles dafür getan, um Micky sein Zuhause zu erhalten. Wirklich alles. Thank you.
grüß Gott, Paul. Schwester Agnes. Das ist ja ein Zufall. Da können wir gemeinsam auf die Fraueninsel fahren. Ist irgendwas passiert? Paul. Der Kuss hat nichts zu bedeuten. Weißt du noch, was ich dir übers Festhalten gesagt habe? Ja. Aber man muss sich auch mal entscheiden für einen Menschen. Und das tut man, indem man heiratet. Nein. Man muss sich für die Liebe entscheiden. Und nur dafür. Und ich liebe dich, Inotschka. Es ist Paul. Ja? Ich bin gleich da, ja? Gut. Ich muss rüber nach Prien. Das scheint dringend zu sein. Sehr schön aus. Paul? Nicht jetzt. Wir müssen los. Komm. $220,000. 230,000. 240,000. 250,000 Euro. 280,000. Das Höchstgebot liegt bei 280,000 Euro. Bietet jemand mehr? Gut, 280,000 Euro zum Ersten, zum Zweiten und zum Dritten. Der Zuschlag geht an den Herrn dahin. Ninoschka. Bitte, ich möchte jetzt einfach nur allein sein. Ich warte draußen. Deine Tante hat sogar eine Hypothek auf ihr Haus aufgenommen. Eine Hypothek? Mhm. Schwester Agnes hat's mir gesagt. Aber sie kann doch die Raten gar nicht bezahlen. Und wenn sie nicht zahlt, das ist doch auch mein Zuhause. Sie weiß doch, was mir das bedeutet. Zuerst hat er deine Tante um den Finger gewickelt, damit er wieder an sein Haus kommt. Und dann dich. Damit Charlotte auch noch glaubt, sie hätte es für euch beide getan. Nina. Er hat euch nur benutzt. Einfach nur benutzt. Diese kleine Ecke haben wir noch weg. Und das. Ja, ich geh immer schön gut. Ja, sehr gut. Mach mal. Ja, mach mal so. Besser. Genau. Wunderbar. Wunderbar. Ist was passiert? Es geht schon. Miki, komm noch mal. Komm noch mal her. Geh doch mal mit Charlotte und Paul ins Haus. Paul möchte dein Meerschweinchen sehen. Nein, danke. Paul, bitte. Was ist passiert? Das fragst du noch. Bitte? Nur, dass du es weißt. Charlottes Geld hat nicht ausgereicht, um dein Haus zu ersteigern. Die ganze Mühe umsonst. Was? Jetzt tu doch nicht so.
Heute hast du mir doch noch gesagt, dass du alles dafür tun würdest, dein Haus zu retten. Du hast alles dafür getan. Du hast dich bei Charlottchen eingeschmeichelt. Du hast mir gesagt, du liebst mich. Warum? Wenn ich den Mund halte, wenn es geklappt hätte? Du hältst mich für einen... Für einen egozentrischen Künstler, ja. Du willst keine Verantwortung übernehmen. Du suchst dir ja noch nicht mal einen Job, um die Existenz von Micky und dir zu sichern. Wer im See nur sein eigenes Spiegelbild sieht, verliert darüber den Himmel. Dann sag mir, dass es nicht stimmt. Sag mir doch, dass ich mich täusche. Du täuschst dich nicht. Die Dinge sind genau so, wie du sie siehst. Charlotte, du sollst dich doch schonen. Mir geht's gut. Und hör auf, mich zu bemuttern. Seit meinem Herzanfall mischst du dich ständig in mein Leben. Ich hab's ertragen, weil ich gewusst habe, du tust es aus Liebe und aus Angst, mich zu verlieren. Aber diesmal, Nina, bist du zu weit gegangen. Siehst du nicht, was Daniel mit dir macht? Ich sehe vor allem, was du mit ihm machst. Dass du ihn bestrafen willst, weil du Angst hast. Vor deinen Gefühlen. Vor dem Leben. Und davor etwas zu verändern, was du dir einmal fest in den Kopf gesetzt hast. Du verstehst mich überhaupt nicht. Nein, du verstehst nicht. Und deshalb... möchte ich, dass du und Paul... heute noch mein Haus verlasst. Behalte sie. Vielleicht erinnerst du dich dann ja eines Tages einmal an diesen einen besonderen Moment, in dem du ganz du selbst und ehrlich mit dir warst und für einen Augenblick sogar den Mut hattest, einfach nur zu lieben. Ohne Wenn und Aber. Paul, ich muss dir das erklären. Verbuchen wir es unter Panikattacke vor der Hochzeit. Es ist ja schön, dass ihr beide euch so einig seid. Trotzdem, ich möchte mit dir reden. Nina, ich liebe dich. Und alles wird ganz genau so, wie wir es uns ausgemalt haben. Nächstes Jahr sitze ich beruflich auch fest genug im Sattel, dass wir sogar an Kinder denken können. Und was wird aus der Tierarztpraxis, die ich aufmachen möchte? Dafür finden wir in unserem Haus auch noch ein Plätzchen. Zuerst aber Kinder. Du bestimmst ja unser ganzes Leben vor. Ja? Und vor allem unser gemeinsames Glück. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Man muss nur eins wissen. Das Geheimnis eines schönen Lebens liegt in seiner Planung. Hast du recht. Er könnte mein Sohn sein.
weil ich seinen Vater geliebt habe und ihn geheiratet hätte, wäre er nicht schon verheiratet gewesen. Und das hast du all die Jahre mit dir herumgetragen? Warum hast du mir nichts davon erzählt? Naja, eine Affäre mit einem verheirateten Mann? Ein Herz, das zu viel in sich verschließt, atmet nicht. Ich urteile nicht über Liebe. Ich wäre einfach nur da gewesen für dich. Dass ich dich nach all diesen Jahren so falsch eingeschätzt habe, das tut mir leid. Agnes, was mache ich denn jetzt mit Ninotchka? Sie heiratet den falschen Mann. Und ich fürchte, nichts und niemand kann sie jetzt noch daran hindern. Außer vielleicht ein Fingerzeig Gottes. Charlotte? Hast du jetzt Zeit? Der Engel ist fertig. Ich würde ihn dir jetzt gerne zeigen. Mein Abschiedsgeschenk. Gefällt er dir nicht? Er gefällt mir sogar sehr. Nur, dass es kein Geschenk ist. €75.000? Das ist er doch gar nicht wert. Der ist sogar viel mehr wert. Warum tust du das alles für mich? Komm, ich möchte dir was erzählen. Es war Sommer, vielleicht mein schönster Sommer auf der Fraueninsel. Es war der Sommer, in dem dein Vater und ich uns ineinander verliebt haben. Aber dein Vater war schon mit deiner Mutter verheiratet und dich gab es auch schon. Und dein Vater hätte euch nie im Stich gelassen. Störch? Nein, nein, komm, setz dich hin. Nach dem Tod meiner Schwester und meines Schwagers ist um mich herum alles zusammengebrochen. Und da waren dann ja auch noch die Schulden auf dem Haus und auf der Töpferei. Also Zwangsversteigerung? Nein. Dein Vater hat mir das nötige Geld gegeben. Und so konnte ich Nina das erhalten, was auch Micky so dringend braucht, ein Zuhause. Ich habe lange Zeit nicht gewusst, wie ich das wieder gut machen kann. Er wollte das Geld ja nicht zurück. Ja, und dann war er tot. Und du hast dich an mich gewandt, ohne mir zu sagen, wer du bist. Ich wollte seinen Sohn kennenlernen. Und ich hätte dir so gern geholfen. Du bist böse auf mich. Nein. Wir suchen uns die Liebe ja nicht aus. Die sucht sich uns aus. Und meine Mutter hat es nie erfahren. Ich habe übrigens 3 Reservierungen. Sieht so aus, als ob meine Ausstellung doch noch ein finanzieller Erfolg wird. Trotzdem. Nina heiratet heute. Will das nicht endlich jemand von euch verhindern? Also ich auf keinen Fall. Du siehst toll aus, Nina.
Findest du wirklich? Mhm. Es ist alles genauso, wie du es immer haben wolltest. Die Blumen? Wir sehen uns auf dem Standesamt. Viel Glück. Charlotte? Dann musst du es tun. Und du hast dafür noch genau 2 Stunden und 25 Minuten Zeit. Die nächste Fähre geht in einer halben Stunde. Und deshalb? Prost. Wie schön es hier ist. Und das Leben. So wunderschön. Agnes? Hm? Agnes, versprich mir. Du musst es mir versprechen, dass Nina die ganze Geschichte erfährt. Du wirst sie ihr erzählen. Charlotte? Charlotte? Vater unser. Du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Jetzt bloß nicht im Stich. Wir schaffen das schon. Charlottchen. Ist sie wieder im Krankenhaus? Mein Engel. Mein Engel, kommst du? Paul, ich kann dich jetzt nicht heiraten. Herzliches Beileid. Herzliches Beileid.
herzliches Beileid. Danke sehr. Vielen Dank, Agnes, für alles. Ja, ich möchte mich auch bedanken. Sie entschuldigen uns für einen Augenblick, ja? Sicher. Ich habe mich noch nicht mal mit ihr versöhnen können. Charlotte war dir nicht mehr böse. Und anscheinend hat sie geahnt, was wir alle nicht ahnen konnten. Ich habe diesen Brief gefunden. Er ist für dich. Charlotte wollte nur, dass du glücklich wirst. Egal, wen du heiratest. Ob Paul oder einen anderen. Es soll nur der Richtige sein. Hm? Ninochka, jetzt weißt du, warum Daniel mir so viel bedeutet. Mein Liebes, ich hab dir nicht viel zu vererben. Nur das Haus und die Töpferei, aus der du auch eine Tierarztpraxis machen kannst. Was ich dir aber wirklich vererben will, ist die immerwährende Frage: Bist du wirklich und immer mittendrin in dieser herrlichen und aufregenden Welt? Und ist derjenige, den du lieben möchtest, auch der, den du liebst? Ist derjenige, den du lieben möchtest, auch der? Komm, lass uns nach Hause fahren. Paul, ich kann dich nicht heiraten. Du bist traurig, du bist durcheinander. Ja, ich bin traurig. Aber ich bin zum ersten Mal auch ganz, ganz klar da drin. Nina, ich liebe dich. Vermisst du mich schon, wenn ich noch da bin, nur weil du weißt, dass ich gleich weg muss? Bist du manchmal atemlos vor Glück und durch lebendig? Allein schon, wenn du an mich denkst. Hm? Ich weiß gar nicht, wovon ich rede. Na bitte, jetzt sei vernünftig. Ich will nicht vernünftig sein, Paul. Ich will lieben. Und ich wünsche mir so sehr, dass du irgendwann verstehst, wovon ich gerade gesprochen habe. Glück und Liebe kann man nicht planen. Wir sind da oder eben nicht. Ist er dein Glück? Aber ich habe ihn verloren. Habe ihn verloren. Hey. So schnell gibst du auf einmal auf. Daniel, du hast was Wichtiges auf der Insel vergessen. Kannst du bitte kommen? Thank you.
hast wirklich kein Vertrauen zu mir? Ich bin mit dem Motorboot gekommen. Ach ja. Willi der Dritte. Den habe ich tatsächlich vergessen. Nein! Ja. Ich meine, ja. Ich habe mich von Paul getrennt. Ja, ich will mit dir zusammen sein. Falls du mich noch willst. Obwohl ich natürlich auch verstehen kann, wenn du nicht mehr willst, wenn du mich gar nicht mehr sehen willst, wenn du mich gar nicht mehr magst. Wenn du redest und redest, ohne auch nur einmal zu sagen, was du wirklich meinst. Was? Ach ja. Ich liebe dich. Jetzt weißt du, warum Daniel mir so viel bedeutet. Mein Liebes, ich hab dir nicht viel zu vererben. Nur das Haus und die Töpferei, aus der du auch eine Tierarztpraxis machen kannst. Was ich dir aber wirklich vererben will, ist die immerwährende Frage: Bist du wirklich und immer mittendrin in dieser herrlichen und aufregenden Welt? Und ist derjenige, den du lieben möchtest, auch der, den du liebst? Derjenige, den du lieben möchtest, auch der, den du wirklich liebst. Komm, lass uns nach Hause fahren. Paul, ich kann dich nicht heiraten. Du bist traurig, du bist durcheinander. Ja, ich bin traurig. Aber ich bin zum ersten Mal auch ganz, ganz klar da drin. Nina, ich liebe dich. Paul. Vermisst du mich schon, wenn ich noch da bin, nur weil du weißt, dass ich gleich weg muss? Bist du manchmal atemlos vor Glück und durch lebendig? Allein schon, wenn du an mich denkst. Ich weiß gar nicht, wovon ich rede. Nina, bitte, jetzt sei vernünftig. Ich will nicht vernünftig sein, Paul. Ich will lieben. Und ich wünsche mir so sehr, dass du irgendwann verstehst, wovon ich gerade gesprochen habe. Paul, Glück und Liebe kann man nicht planen. Sie sind da oder eben nicht. Ist er dein Glück? Aber ich habe ihn verloren. Hey, so schnell gibst du auf einmal auf? Tante Charlotte, ein Herzanfall. Nina, nein. Nina, du musst dich noch umziehen. Paul, ich versuche dich die ganze Zeit zu erreichen. Bitte ruf mich zurück.
Ja, ich kann das telefonisch gerne mal gegenchecken. Ich muss nur kurz einschalten. Aber was Sie unbedingt mal überprüfen lassen sollten, sind Ihre Umsatzzahlen. Die können ja wohl kaum der Realität entsprechen. Sie können sich ganz sicher sein, dass diese Zahlen... Oh, Entschuldigung. Das ist meine Verlobte, da muss ich rangehen. Pardon. Hallo, mein Schatz. Paul, Tante Charlotte hatte einen Herzanfall. Ja. Ja, ich bin schon auf dem Weg, bin unterwegs nach Prien in die Klinik. Paul, ich brauch dich. Ich brauch dich jetzt. Das mit deiner Tante tut mir sehr leid, aber Nina, ich kann jetzt unmöglich hier weg. Ich bin gerade mitten in einem Geschäftsessen. Ich melde mich bei dir so schnell ich kann, ja? Du schaffst das schon. Ja, natürlich. Bis später. Ciao. Verdammt. Es geht mir gut. Ich gehe jetzt nach Hause. Also das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Du bleibst hier und ruhst dich aus. Ja, herein. Nina, schön, dass du da bist. Was machst du denn für Sachen? Ich habe immer gedacht, das Brautkleid trägt man erst zur Hochzeit. Und läuft nicht schon eine Woche vorher damit herum. Mach schon wieder deine Scherze. Grüß dich, Agnes. Grüß Gott, mein Kind. Also die Abendmesse darf ich jetzt nicht auch noch versäumen. Pass bitte auf dich auf, ja? Ich habe solche Angst um dich gehabt. Die Ärzte sagen, wenn ich gut auf mich aufpasse, dann werde ich wieder ganz gesund. Aber Nina, irgendwann musst du dich damit abfinden, dass ich nicht mehr da bin. Charlotte. Ja, und deshalb sage ich dir gleich schon mal meinen letzten Wunsch. Heirate Paul nicht. Es ist nicht so, dass ich ihn nicht mag. Nur, ich glaube, er ist nicht der Richtige für dich. Oder so atemlos vor Glück, nur weil euer Lied im Radio läuft. Du weißt gar nicht, wovon ich rede. Weil das alles viel zu verrückt ist. Es ist nicht verrückt. Nina. Vielleicht ist das Liebe. Daniel, das ist meine Freundin. Vor allem bin ich ihre Trauzeugin. Joy. Hallo. Was machst du denn hier? Wonach sieht's denn aus? Oder willst du nackt aufs Standesamt gehen? Gute Nacht. Sehr taktvoll, wirklich. Du wirst mir noch mal dankbar sein. Das ist genau der Typ Mann, der nur aus einem Grund auf dieser Welt ist. Uns erst in Versuchung zu führen und dann unglücklich zu machen. Und woher willst du das wissen? Weil sein Ringfinger länger ist als sein Zeigefinger. Wissenschaftlich gesehen ein untrüglicher Beweis. Ach, du hast einfach viel zu viel schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Daniel ist vielleicht kein Mann, der ihm Sicherheit gibt, aber... Guck mal, such dir was aus. Aber wenn ich mit ihm zusammen bin, dann fühle ich mich so lebendig. Du willst die Hochzeit absagen? Nein, natürlich nicht. Das war rein theoretisch gemeint.
Gut. Wenn es nur theoretisch gemeint war. Dann fangen wir gleich morgen früh ganz praktisch an. Damit. Oh, wunderschön. Bitte keinen Mut. Nur benutzt. Diese kleine Ecke haben wir noch weg. Und das. Ja, richtig. Immer schön und gut. Ja, sehr gut. Nochmal. Ja, mach mal so. Besser. Genau. Wunderbar. Ist was passiert? Es geht schon. Miki, komm noch mal. Komm noch mal her. Geh doch mal mit Charlotte und Paul ins Haus. Paul möchte dein Meerschweinchen sehen. Nein, danke. Paul, bitte. Was ist passiert? Bitte? Nur, dass du es weißt, Charlottes Geld hat nicht ausgereicht, um dein Haus zu ersteigern. Die ganze Mühe umsonst. Was? Jetzt tu doch nicht so. Heute hast du mir doch noch gesagt, dass du alles dafür tun würdest, dein Haus zu retten. Du hast alles dafür getan. Du hast dich bei Charlottchen eingeschmeichelt. Du hast mir gesagt, du liebst mich. Warum? Damit ich den Mund halte, wenn es geklappt hätte? Du hältst mich für einen... Für einen egozentrischen Künstler, ja. Du willst keine Verantwortung übernehmen. Du suchst dir ja noch nicht mal einen Job, um die Existenz von Miki und dir zu sichern. Wer im See nur sein eigenes Spiegelbild sieht, verliert darüber den Himmel. Dann sag mir, dass es nicht stimmt. Sag mir doch, dass ich mich täusche. Du täuschst dich nicht. Die Dinge sind genau so, wie du sie siehst. Charlotte, du sollst dich doch schonen. Mir geht's gut. Und hör auf, mich zu bemuttern. Seit meinem Herzanfall mischst du dich ständig in mein Leben. Ich hab's ertragen, weil ich gewusst habe, du tust es aus Liebe und aus Angst, mich zu verlieren. Aber diesmal, Nina, bist du zu weit gegangen. Siehst du nicht, was Daniel mit dir macht? Ich sehe vor allem, was du mit ihm machst. Dass du ihn bestrafen willst, weil du Angst hast. Vor deinen Gefühlen. Vor dem Leben. Und davor etwas zu verändern, was du dir einmal fest in den Kopf gesetzt hast. Wegen der Engelsstatue? Nö, überhaupt nicht. Hauptsache, sie kommt erst auf dein Grab, wenn du 100 geworden bist. Du liebe Zeit, da muss ich ja noch 35 Jahre leben. Ja. Ohne jedes Vergnügen, da bin ich lieber tot. Sag das nie wieder. Und tu nicht so, als ob dir der Herzanfall nicht auch Angst gemacht hätte. Doch, das hat er. Und ich habe mich gefragt, und ich möchte, dass du dich das auch immer wieder fragst. Wenn du jetzt sterben musst, hast du dann genug gelacht, geweint, getanzt? War genug Himmel in deinen Augen, genug Wiese unter deinen Füßen? Und warst doch immer mittendrin in dieser herrlichen, aufregenden Welt. Und ist derjenige, den du lieben möchtest, auch der, den du wirklich liebst? Hallo, Miki. Schau mal.
habe ich von meiner Mama. Hast du auch was von deiner Mama? Ja, ich habe auch viele Dinge von meiner Mama bekommen. Ich habe einen Goldhamster bekommen, habe ein Meerschweinchen bekommen, einen Wellensittich. Auch alles so echt wie die Henriette? Mhm. Alles so echt wie die Henriette. Meine Mama wohnt im Himmel und deine? Meine Mama ist auch im Himmel. Sie wohnt auf einer Wolke. Und manchmal, wenn die Wolke sich vor die Sonne schiebt, dann sieht es aus, als ob die Wolke von innen her leuchtet. Und dann sehe ich meine Mama. Und ich höre, wie sie lacht. Damen und Herren, unseren Künstler Daniel Roth muss ich Ihnen nicht erst vorstellen. Ich will Sie auch nicht mit einer langen Rede langweilen. Nur so viel. Schön es hier ist. Und das Leben. So wunderschön. Agnes? Hm? Agnes, versprich mir. Du musst es mir versprechen, dass Nina die ganze Geschichte erfährt. Du wirst sie ihr erzählen. Charlotte? Charlotte? Vater unser. Du bist im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Wie im Himmel, also auch auf Erden. Jetzt bloß nicht im Stich. Wir schaffen das schon. Daniel und sein Sohn sind also Charlottes Untermieter. Warum heiraten wir eigentlich in München? Und nicht so richtig romantisch auf der Fraueninsel? Was? Die Münsterkirche ist so schön. Aber wir haben doch alles schon ganz genau geplant. Keine kirchliche Hochzeit, nur Standesamt. Pläne kann man ändern. Ja, aber doch nicht... Komm mal her. Doch nicht so kurz vor der Hochzeit.
Außerdem, alle unsere Freunde sind in München. Wir haben die Einladungskarten verschickt. Ja. Du bist immer so vernünftig. Und seit wann, Engelchen, bist du es nicht mehr? Du weißt also eigentlich gar nichts über diesen Daniel. Wie kannst du es dann zulassen, dass sich ein völlig Fremder einfach so bei deiner alten, kranken Tante einnistet? Paul, Daniel ist ein bekannter Bildhauer und Maler. Ah, und warum hat er es dann nötig, sich mit seinem Sohn ein kleines, armseliges Zimmer zu teilen? Er hat es nicht nötig. Sag mal, war der schon da, als du hier übernachtet hast? Ja, aber er hat es nicht nötig. Es ist nur praktisch, auch für Charlotte. Sie kann seine Miete als Zubrot gut brauchen. Und außerdem sorgt er dafür, dass sie keinen Quatsch macht. Ja, deshalb ist sie ja jetzt auch zu Hause und nicht im Krankenhaus. Schaukel. Aha. Skulpturen, Umzugskisten. Und er bleibt also nur über den Sommer. Hallo. Ja, mein Fanti. Seinen richtigen hat der Mickey verloren. Und jetzt hat er Probleme mit dem Einschlafen. Nicht? Ja. Ich möchte, dass die beiden sich hier ganz zu Hause fühlen. Und wer weiß, vielleicht bleiben sie ja noch länger als diesen Sommer. Grüß dich, Paul. Du triffst Entscheidungen, ohne mit mir darüber zu reden. Sonst besprechen wir doch immer alles. Ja, Nina. Und ihr Haus im Chiemgau? Ich habe wirklich geglaubt, ich kann Ihnen vertrauen. Sie haben mir versprochen, dafür zu sorgen, dass Tante Charlotte im Krankenhaus bleibt. Du hast vorgestern einen Herzanfall gehabt. Ja, einen ganz, einen leichten. Und heute packst du Umzugskartons aus. Nina, es geht mir gut. Ich platze vor Energie. Ja. Und genau deshalb werde ich hierbleiben. Um dich vor dir selbst zu schützen. Du bist ja offensichtlich zu schwach, um dich hier durchzusetzen. Hallo. Zusammen. Dann machst du dir also keine Sorgen. Nein, Joy. Ich mache mir keine Sorgen. Ich meine ja nur, sie überlässt mir das Probeessen, sie hat noch kein Brautkleid. Hör mal, ich vertraue Nina. Sie ist sehr gut organisiert und sie weiß ganz genau, was sie tut. Sicher. Willst du damit sagen, sie weiß nicht genau, was sie tut? Du meinst doch nicht ernsthaft diesen Künstler? Und genau das werde ich jetzt rausfinden. Das hast du früher auch schon immer gemacht. Was? Die äußere Ordnung wiederhergestellt, wenn in dir drin alles durcheinander war. Ich bin aber gar nicht durcheinander. Ich mach das nur, weil du dich schonen musst. Du bist also nicht durcheinander. Nein. Wieso sollte ich? Ich wär's. Wenn ich in einer Woche meine große Liebe heiraten sollte? Meine große Liebe war Künstler. So wie Daniel. Daniel, Daniel, Daniel. Bei dir gibt's nur noch Daniel. Dann sind wir ja schon zwei. Sie waren sich auch sonst sehr ähnlich. Er hatte dasselbe Lachen. Dieselbe Intensität und die seltene Gabe, ganz aus dem Augenblick herauszuleben. Einen ganzen Sommer lang hat diese Liebe gedauert. Charlotte. Du hast mir nie davon erzählt. Das war, bevor du zu mir gekommen bist. Und warum nur einen Sommer? Er hatte nicht mehr die Möglichkeit, seine Hochzeit abzusagen.
Er war schon verheiratet. Aber als ich ihn einmal sehr gebraucht habe, da war er da. Das habe ich bei unserer ersten Verabredung getragen. Und das, das habe ich von ihm zur Erinnerung. Wenn du willst, schmeiß ich ihn raus. Paul, Charlotte kann machen, was sie will. Auch wenn sie ganz offensichtlich nach Strich und Faden ausgenutzt wird. Ich weiß nicht. Daniel ist Künstler. Der sieht manche Dinge ein bisschen lockerer. Und nur weil er Künstler ist, darf er sich alles erlauben. Nein. Und du nimmst ihn auch noch in Schutz. Ich nehme ihn auch gar nicht in Schutz. Also bitte. Was würdest du davon halten, wenn wir deine Tante einfach mit nach München nehmen? Sie wäre dann nicht mehr so allein und du könntest viel besser auf sie aufpassen. Meinst du das ernst? Ja. Das habe ich nicht erwartet von dir. Dann brauchen wir ein großes Haus mit einem großen Garten für Amadeus. Ich habe eigentlich an ein Seniorenheim gedacht. Du willst Tante Charlotte abschieben? Abschieben? Jetzt komm mal runter, ja? Und sei bitte nicht so sentimental. Bei solchen Entscheidungen muss man rational denken. Praktisch. Klar, praktisch. Das ist ja vollkommen egal, dass Charlotte noch vollkommen selbstständig ist. Selbstständig? Die Fraueninsel ist ihr Zuhause. Paul, manchmal bist du mir so fremd. Vorhin das... Das war nicht gerade sehr einfühlsam von mir, was? Ich bin mir selbst irgendwie fremd in letzter Zeit. Vielleicht die viele Arbeit. Ich mag Charlotte, auch wenn sie mich nicht leiden kann. Ihr seid halt völlig verschieden. Du bist aber auch nicht wie sonst. Was soll das heißen? Du schwindelst mich an. Lässt dich plötzlich von deinen Gefühlen leiten, anstatt von deinem Verstand. Bringst kitschige Gartenzwerge mit nach Hause, obwohl du sonst dich über kitschige Gartenzwerge in Vorgärten lustig machst. Und als Krönung? Ja? Als Krönung willst du plötzlich eine kirchliche Trauung auf der Fraueninsel. Ich bin halt manchmal auch ein bisschen romantisch. Ja. Aber ich liebe dich gerade deswegen, weil du nicht zu den Frauen gehörst, die bei jedem Liebesfilm gleich losheulen. Paul, mach dir keine Sorgen. Ich krieg das schon hin mit Charlotte und Daniel. Und wir heiraten, wie besprochen, in München auf dem Standesamt. Na also. Wir sehen uns dann in München. Agnes! Wo ist Mickey? Keine Ahnung. Ich dachte, er ist bei Ihnen. Der Kleine ist allein mit dem Boot raus. Allein? Er kann nicht schwimmen. Bei dir. Ich wollte bloß von der Wolke. Ja.
Weißt du, was dir hätte passieren können? Ich wollte zu meiner Mama. Oh, Micky, Mami ist nicht nur auf einer Wolke. Mami ist überall, wo du bist. Und vor allem ist sie hier drin. Hier, da. Und jetzt hör mal ganz genau zu. Hm? Was sagt sie? Ich hab dich lieb. Und weißt du, warum Mami überall ist, wo du bist? Ich hab's dir doch ganz oft erklärt. Ich kann erst in den Himmel, wenn ich ganz, ganz alt bin. Genau. Nase. Und jetzt schlaf schön. Bleibst du jetzt hier immer bei uns? Micky, ich... Sie denkt darüber nach, ja? Mit Ninotchka. Sie heiratet den falschen Mann. Und ich fürchte, nichts und niemand kann sie jetzt noch daran hindern. Außer vielleicht ein Fingerzeig Gottes. Charlotte? Hast du jetzt Zeit? Der Engel ist fertig. Ich würde ihn dir jetzt gerne zeigen. Mein Abschiedsgeschenk. Gefällt er dir nicht? Er gefällt mir sogar sehr. Nur, dass es kein Geschenk ist. €75.000? Das ist doch gar nicht wert. Der ist sogar viel mehr wert. Warum tust du das alles für mich? Komm, ich möchte dir was erzählen. Es war Sommer, vielleicht mein schönster Sommer auf der Fraueninsel. Es war der Sommer, in dem dein Vater und ich uns ineinander verliebt haben. Aber dein Vater war schon mit deiner Mutter verheiratet und dich gab es auch schon. Und dein Vater hätte euch nie im Stich gelassen. Störch? Nein, nein, komm, setz dich hin. Nach dem Tod meiner Schwester und meines Schwagers ist um mich herum alles zusammengebrochen. Und da waren dann ja auch noch die Schulden auf dem Haus und auf der Töpferei. Also Zwangsversteigerung? Nein. Dein Vater hat mir das nötige Geld gegeben. Und so konnte ich Nina das erhalten, was auch Micky so dringend braucht, ein Zuhause. Ich habe lange Zeit nicht gewusst, wie ich das wieder gut machen kann. Er wollte das Geld ja nicht zurück. Ja, und dann... Dann war er tot. Und du hast dich an mich gewandt, ohne mir zu sagen, wer du bist. Ich wollte seinen Sohn kennenlernen. Und ich hätte dir so gern geholfen. Ich wollte bloß von der Wolke. Weißt du, was dir hätte passieren können? Ich wollte zu meiner Mama. Oh, Micky, Mami ist nicht nur auf einer Wolke. Mami ist überall, wo du bist. Und vor allem ist sie hier drin. Hier, da.
Und jetzt hör mal ganz genau zu. Hm? Was sagt sie? Ich hab dich lieb. Und weißt du, warum Mami überall ist, wo du bist? Ich hab's dir doch ganz oft erklärt. Ich kann erst in den Himmel, wenn ich ganz, ganz alt bin. Genau. Nase. Und jetzt schlaf schön. Bleibst du jetzt hier immer bei uns? Micky, ich... Sie denkt darüber nach, ja? Gott sei Dank hat Nina sofort auf Amadeus reagiert. Sie ist wunderbar. Du könntest um sie kämpfen. Nein. Wenn man um Liebe kämpfen muss, verliert man meistens. Micky ist eingeschlafen. Und du hast dir eine Belohnung verdient. Obwohl das sehr, sehr ungesund ist für einen Hund. Die Ausstellung, das viele Essen. Ich muss mich hinlegen. Fühlst du dich nicht gut? Doch, doch. Ist alles in Ordnung. War nur ein bisschen viel heute, mein Liebes. Amadeus, komm. Komm mit. Amadeus, komm mit. Gute Nacht. Gute Nacht. Komm, Nacht. Ich brauche dich. Ich brauche dich jetzt. Das mit deiner Tante tut mir sehr leid, aber Nina, ich kann jetzt unmöglich hier weg. Ich bin gerade mitten in einem Geschäftsessen. Ich melde mich bei dir so schnell ich kann, ja? Du schaffst das schon. Ja, natürlich. Bis später. Ciao. Verdammt. Es geht mir gut. Ich gehe jetzt nach Hause. Also, das kommt ja überhaupt nicht in Frage. Du bleibst hier und ruhst dich aus. Ja, herein. Nina, schön, dass du da bist. Was machst du denn für Sachen? Ich habe immer gedacht, das Brautkleid trägt man erst zur Hochzeit. Und läuft nicht schon eine Woche vorher damit herum. Mach schon wieder deine Scherze. Grüß dich, Agnes. Grüß Gott, mein Kind. Also die Abendmesse darf ich jetzt nicht auch noch versäumen. Pass bitte auf dich auf, ja? Ich habe solche Angst um dich gehabt. Die Ärzte sagen, wenn ich gut auf mich aufpasse, dann werde ich wieder ganz gesund. Aber Nina, irgendwann musst du dich damit abfinden, dass ich nicht mehr da bin. Charlotte. Ja, und deshalb sage ich dir gleich schon mal meinen letzten Wunsch. Heirate Paul nicht. Es ist nicht so, dass ich ihn nicht mag. Nur, ich glaube, er ist nicht der Richtige für dich. Paul ist verantwortungsbewusst. Er gibt mir Sicherheit. Und er ist ein Mann, der nie da ist, wenn du ihn brauchst. Zum Beispiel jetzt. Deine alte Tante liegt im Sterben. Du liegst nicht im Sterben. Hallo. Daniel. Wie geht's? Alles gut.
Daniel Roth, meine Nichte Nina. Hallo. Guten Tag. Daniel und Agnes haben mir das Leben gerettet. So schlimm war es zum Glück nicht. Außerdem hat uns Amadeus geholt. Mal was anderes. Ja, ich war gerade bei der Anprobe, als der Anruf von Schwester Agnes kam. Daniel und ich haben uns kennengelernt. Ist mich überhaupt nicht. Nein, du verstehst nicht. Und deshalb möchte ich, dass du und Paul heute noch mein Haus verlasst. Behalte sie. Vielleicht erinnerst du dich dann ja eines Tages einmal an diesen einen besonderen Moment, in dem du ganz du selbst und ehrlich mit dir warst und für einen Augenblick sogar den Mut hattest, einfach nur zu lieben. Ohne Wenn und Aber. Ich muss dir das erklären. Verbuchen wir es unter Panikattacke vor der Hochzeit. Das ist ja schön, dass ihr beide euch so einig seid. Trotzdem, ich möchte mit dir reden. Nina, ich liebe dich. Und alles wird ganz genau so, wie wir es uns ausgemalt haben. Nächstes Jahr sitze ich beruflich auch fest genug im Sattel, dass wir sogar an Kinder denken können. Und was wird aus der Tierarztpraxis, die ich aufmachen möchte? Dafür finden wir in unserem Haus auch noch ein Plätzchen. Zuerst aber Kinder. Du bestimmst ja unser ganzes Leben vor. Ja? Und vor allem unser gemeinsames Glück. Das ist nämlich gar nicht so schwer. Man muss nur eins wissen. Das Geheimnis eines schönen Lebens liegt in seiner Planung. Agnes, das ist ja ein Zufall. Da können wir gemeinsam auf die Fraueninsel fahren. Ist irgendwas passiert? Paul. Der Kuss hat nichts zu bedeuten. Weißt du noch, was ich dir übers Festhalten gesagt habe? Ja. Aber man muss sich auch mal entscheiden. Für einen Menschen. Und das tut man, indem man heiratet. Nein. Man muss sich für die Liebe entscheiden. Und nur dafür. Und ich... Ich liebe dich. Inotschka. Es ist Paul. Ja?
Mhm. Ich bin gleich da, ja? Gut. Ich muss rüber nach Prien. Das scheint dringend zu sein. Sehr schön aus. Paul? Nicht jetzt. Wir müssen los. Komm. €220.000. €230.000. €240.000. €250.000. €280.000. Das Höchstgebot liegt bei €280.000. Bietet jemand mehr? Gut, €280.000 zum ersten, zum zweiten und zum dritten. Der Zuschlag geht an den Herrn dahin. Nina Daniel. Wie geht's? Alles gut. Daniel Roth, meine Nichte Nina. Hallo. Guten Tag. Daniel und Agnes haben mir das Leben gerettet. So schlimm war es zum Glück nicht. Außerdem hat uns Amadeus geholt. Mal was anderes. Ja, ich war gerade bei der Anprobe, als der Anruf von Schwester Agnes kam. Daniel und ich haben uns kennengelernt auf einer seiner Vernissagen. Daniel ist Künstler. Ah, Moment. Oh. Der Sohn ist ebenso begabt wie der Vater. Übrigens, Daniel hat auf der Fraueninsel demnächst eine Vernissage. Die solltest du dir unbedingt anschauen. Und er macht die Engelsstatue für mein Grab. So, wie versprochen. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Nina, das ist mein Lieblingswhisky. Und das sind meine Zigarillos. Wollen Sie sie umbringen? Offensichtlich. Sie haben ja schon Ihren Grabstein in Arbeit. Ich will sie nicht umbringen, sondern nur ihre Lebensgeister wecken. Und Charlotte ist bestimmt nicht so unvernünftig. Und ob sie so unvernünftig ist, wenn man nicht auf sie aufpasst? Kann es sein, dass Sie die Menschen unterschätzen? Kann es sein, dass Sie das überhaupt nichts angeht? Bitte. Danke. Sie ist doch alles, was ich noch habe. Das ist jedenfalls von nun an verboten. Nina, Schatz, nun schau nicht so streng. Daniel wollte mir nur eine Freude machen. Ist er schon weg? Ja. Du interessierst dich für ihn? Nein, du hast mir noch nie was von ihm erzählt. Tja, jede Frau hat ihr kleines Geheimnis. Und jetzt muss ich schlafen. Kümmerst du dich bitte um Amadeus? Sei nicht traurig. Dein Frauchen wird bald wieder richtig gesund. Das freut mich aber. Tja, der Amadeus wird unbedingt mitfahren, als blinder Passagier. Wahrscheinlich hat es... Bin ich wirklich so schlimm? Nein. Sagen wir mal so, bei dir darf jeder machen, was er will, solange du die Leine in der Hand hast. Aber das kriegen wir schon wieder hin. Wir? Willi und ich. Kleines Geschenk. Danke. Bitte. Okay, dann lassen wir Amadeus entscheiden. Das ist doch schon mal ein Anfang. Du kommst aber mit mir mit, ne?
Mach dir keine Sorgen, Nina. Am Nachmittag besuche ich Charlotte. Amadeus. Charlotte war heute Morgen schon wieder so fit, dass sie unbedingt nach Hause wollte. Auf eigene Verantwortung. Ich habe das gerade noch verhindern können. Daniel wird es nicht leicht mit dir haben. Du willst das Kleid also wirklich bezahlen, aber nicht zur Hochzeit tragen? Ja, du kannst doch einer Braut nicht ein gebrauchtes Kleid andrehen. Ach was, das gebe ich in die Reinigung, dann ist es wieder wie neu. Aber du verkaufst es als getragen. Machst einen Sonderpreis und ich leg den Rest drauf. Nina, du bist immer so... Korrekt, ja. Mit dem Reißverschluss war was nicht in Ordnung. Daniel hatte ein ziemliches Problem, ihn aufzubekommen. Bitte? Wieso macht nicht Paul, sondern irgendein Daniel den Reißverschluss deines Hochzeitskleides auf? Paul war nicht da. Wichtiger Geschäftsabschluss. In Gedanken war er ganz bestimmt bei dir. Und wer ist dieser Daniel? Daniel ist ein Freund von Charlotte. Dann ist er alt. Im Gegenteil. Daniel ist Künstler. Er hat bald eine Ausstellung auf der Fraueninsel. Ich muss los. Amadeus! Runter da! Runter, runter vom Sofa, aber sofort! Sitz! Wir wollen eurer Frau einen guten Eindruck machen. Hallo? Das ist unser Haus. Als Sabine, also meine Frau und ich, zum ersten Mal davor standen, hatten wir sofort das Gefühl, das ist für immer. Wir haben fast alles selber gemacht. Aber dieses für immer kann manchmal verdammt kurz sein. Ein Jahr nachdem wir eingezogen sind, ist Sabine krank geworden. Und als die deutschen Ärzte sie aufgegeben haben, bin ich mit ihr um die halbe Welt. Ja, zu jeder Koryphäe, zu jeder Therapie. Erst waren die Ersparnisse weg und dann habe ich Hypotheken auf das Haus aufgenommen. Und dann kam ein Abend, da bin ich zu ihr ins Zimmer. Und das war aber nicht mehr Sabine, das war nur noch ihre Silhouette. Sie war ganz schmal schon, weiß ich nicht, irgendwie ganz weit weg. Und da habe ich gewusst, dass sie es nicht schaffen wird. Nach ihrem Tod brauchte ich natürlich alle meine Kraft für Micky. Und konnte nicht mehr arbeiten. Und als ich wieder arbeiten konnte, war ich mit den Raten im Rückstand. Und das bin ich noch immer. Fazit, Zwangsversteigerung. Ja, irgendwann habe ich auch Charlotte davon erzählt. Und da der Termin immer näher rückte. Da hat sie dir spontan angeboten, nicht nur über den Sommer zu bleiben, sondern ganz bei ihr einzuziehen. Es ist nicht nur unser Zuhause, weißt du, es sind die... die ganzen Erinnerungen. Ich weiß. Mickys Fanti. Das letzte Geschenk von seiner Mutter. Wir haben ihn schon überall gesucht. Das ist biologisch bedingt. Frauen haben größeres Gesichtsfeld. Männer haben schon Probleme zu sehen, was direkt vor ihrer Nase ist. Ich sehe ganz genau, was vor meiner Nase ist. Blauer Elefant. Der ziemlich ramponiert aussieht. Ja, das kriege ich schon wieder hin. Schließlich bin ich Tierärztin. Immer noch böse? Wegen der Engelsstatue? Nö, überhaupt nicht. Hauptsache, sie kommt erst auf dein Grab, wenn du 100 geworden bist. Du liebe Zeit, da muss ich ja noch 35 Jahre leben. Ja.
Ohne jedes Vergnügen, da bin ich lieber tot. Sag das nie wieder. Und tu nicht so, als ob dir der Herzanfall nicht auch Angst gemacht hätte. Doch, das hat er. Und ich habe mich gefragt. Und ich möchte, dass du dich das auch immer wieder fragst. Guten Morgen, Charlottchen. Morgen, Nina. Kaffee? Ja, danke. Na, wie war dein Abend mit Daniel? Nett. Nett? Mhm. Aber halt als Erinnerung an nett. Nina, kommst du? Oder soll ich das Brautkleid an Amadeus abstecken? Nein! Amadeus, gib mir her! Das ist doch kein Spielzeug! Amadeus! Ach, Nina. Du wirst wunderschön aussehen. Ich beneide dich. Komm mal runter. Das war gestern nicht nur rein theoretisch gemeint, hm? Du hast dich tatsächlich in den Daniel verknallt. So ein Quatsch. Mach dir da keine Gedanken. Das ist völlig normal. Der Anflug einer prämatrimonialen Panikattacke. Schiss vor der Hochzeit. Glaub mir, ich kenne das. Du wärst nicht die Erste, die sich im letzten Moment drücken will, indem sie sich in den Nächstbesten verliebt. Und damit meine ich den Nächstbesten. Für die Zwangsversteigerung. Paul? Joy hier. Hör zu. Geschäfte hin, Geschäfte her. Wenn du Nina behalten willst, dann komm so schnell du kannst. Sonst ist es vielleicht schon zu spät. Ich würde das Bild da drüben hinhängen. Schwester Agnes. Das ist unser Haus. Als Sabine, also meine Frau und ich, zum ersten Mal davor standen, hatten wir sofort das Gefühl, das ist für immer. Wir haben fast alles selber gemacht. Aber dieses für immer kann manchmal verdammt kurz sein. Ein Jahr, nachdem wir eingezogen sind, ist Sabine krank geworden. Und als die deutschen Ärzte sie aufgegeben haben, bin ich mit ihr um die halbe Welt. Zu jeder Koryphäe, zu jeder Therapie. Erst waren die Ersparnisse weg. Und dann habe ich Hypotheken auf das Haus aufgenommen. Und dann kam ein Abend, da bin ich zu ihr ins Zimmer. Und das war aber nicht mehr Sabine, das war nur noch ihre Silhouette. Sie war ganz schmal, schon
weiß ich nicht, irgendwie ganz weit weg. Und da habe ich gewusst, dass sie es nicht schaffen wird. Nach ihrem Tod brauchte ich natürlich alle meine Kraft für Mickey. Und konnte nicht mehr arbeiten. Und als ich wieder arbeiten konnte, war ich mit den Raten im Rückstand. Und das bin ich noch immer. Fazit, Zwangsversteigerung. Irgendwann habe ich auch Charlotte davon erzählt. Und da der Termin immer näher rückte. Da hat sie dir spontan angeboten, nicht nur über den Sommer zu bleiben, sondern ganz bei ihr einzuziehen. Es ist nicht nur unser Zuhause, weißt du, es sind die... die ganzen Erinnerungen. Ich weiß. Mickeys Fanti. Das letzte Geschenk von seiner Mutter. Wir haben ihn schon überall gesucht. Das ist biologisch bedingt. Frauen haben ein größeres Gesichtsfeld. Die Männer haben schon Probleme zu sehen, was direkt vor ihrer Nase ist. Ich sehe ganz genau, was vor meiner Nase ist. Blauer Elefant. Der ziemlich ramponiert aussieht.